Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns, Freunde. Das letzte Mal haben wir hier, again übrigens noch, ne? Letztes Mal haben wir 7 R zum Abheben bereit freigeschalten. Es weiß irgendwie keiner, was mit dem Level auf sich hat. Wir sehen hier, es gibt keine Puzzleteile in dem Level, also extrem komischer Gesell. Ich finde übrigens auch, obwohl ich weiß, was damit auf sich hat, finde ich immer noch komisch. Übrigens relativ cool, wie man hier durch die Pustenergie die Lampe da antreibt. Ist mir gar nicht so aufgefallen, eigentlich die relativ coole Physik, die sie da eingebaut haben. Und es ist ein Raketenlevel von unten nach oben. Beachte den Hintergrund, der Vordergrund ist relativ unspektakulär. Oh. Und Ballon, den ich nicht brauche, verpasst. Schade. Ist ja eigentlich nur ein Level, um wirklich um zum Boss zu gelangen. Im Endeffekt eigentlich so ein kleiner Bonus relativ... Ja, ist das schon eine nette Idee, aber ein bisschen unnötig eigentlich schon, finde ich. Und macht sie noch enger, ja. Dann kann hier durch zwei sie einen Schub verpassen. Warum fail ich hier in dem Level? Das ist total unnötig. Ja, diese Raketen von unten nach oben sind echt nicht meins. Die die Textur von Dickhoffs Rakete sieht auch nicht ganz so geil aus, um ehrlich zu sein. Sieht echt nicht geil aus, wenn man so im Hintergrund vergleicht, diese ganzen Sendemasse. Das ist natürlich die Location, ist absolut episch aufgebaut. Auch wenn ich eigentlich die Hindernisse, die passen überhaupt nicht rein, oder der Hintergrund ist mega cool. Ist mega cool gemacht. Bin halt wirklich so ein bisschen an Zivilisation gut, dann machen wir halt hier ohne Boost. So. Hat auch nie Probleme durchzukommen, ey. Halt alles ein bisschen eng gebaut, aber. Die tun ja auch noch Bananen verlieren, da kann ich schalten, Körper oder was. So, und das war das 7R, ist kein Hexenwerk, ist in sich eigentlich ist scheiße. Haben jetzt leider Diddy verloren. Das ist für Skullel natürlich nicht ganz so geil. Aber wir haben jetzt Anfang des Parts, deswegen machen wir trotzdem Skullel. 7K, türkische Schienen. Ja, dieses Level ist berühmt-berüchtigt. Unbeliebt. Also ich weiß nicht, das 7K, das ist... Ne, unbeliebt ist nicht, das ist nur bei mir und bei David unbeliebt, weil, ja... Übrigens auch euch getrollt, hier gibt es natürlich Diddy. Aber dieses Level, ganz, ganz schlimme Erinnerungen dran. Ich habe schon im Spiegelmodus probiert, im LPC. Es ist einfach nur... Oh, es ist einfach nur krank, die Scheiße. Ich soll es auch vielleicht erstmal gucken, wo die Puzzle sind. Ich glaube, da müssen wir bei keinem Puzzle müssen wir schlagen. Ich weiß übrigens gar nicht, wie ich die Stelle anders machen soll, als so, wie ich sie jetzt mache. Adaptiert auf jeden Fall, das wird ultra krass, die Chance hier. Zumindest, vielleicht jetzt noch nicht, aber wenn wir jetzt keinen Spaß mit haben, dann wenigstens später. Das ist hier vor dem Teil runter, wichtig. Nein, das ist das Puzzle schon wieder weg. Das ist der Mega-Beschiss. Ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Die Puzzleteile. Oh, ups. Ja, ist egal, ich wollte mich sowieso gerade. Muss mich das sowieso nochmal umbringen wie mit einem Puzzleteil. Alter. Das zieht hier jetzt mal so Mords an dem Kabel, wenn das. Wenn jetzt ein Mute-Knopf vom Headset, wenn der runterfällt, dann. Das ist ein Debakel jedes Mal für das Kabel, dann. Reißt so richtig am Headset, das ist mega uncool. Okay, sollte vielleicht langsam machen und. Wirklich. Einen schnellen Run probieren, dass wir nicht allzu viel Zeit hier im Kabel verplempern. Das würde ich nicht so feiern, hier in 7K schon wieder so lange aufgehalten zu werden. Das Level, das macht mir... Ne, wohl, warte mal, in meinem privaten Playthrough vor einiger Zeit mal hat es mir ziemlich viele Probleme gemacht. So, jetzt mal rechtzeitig unten. In privaten Playthrough hat es mir das vor langer Zeit mal ziemlich viele Probleme gemacht. Das war noch weit vor der Zeit von LPs, dieses Playthrough. Dann im LP, im letzten Teil ist es glaube ich die First Try, sogar bald ohne Puzzleteile. Ja, lassen wir uns hier treffen, das ist okay, runter. Ist hier, boah, das ist dermaßen asozial. So, Jumps mit Diddy nicht immer so einfach zu treffen, ich hoffe, wir verpassen sie kein Puzzleteil. Das kann natürlich durchaus passieren. Ah, das ist hier doof. Das sollte man nicht so holen. Da musste ich jetzt so machen. Tut mir leid. Sonst müssen wir halt mit DK skillen. Fuck. Eine Millisekunde zu spät.
Wir haben alle 5 Puzzleteile jetzt wenigstens zusammen. Ja gut, dann könntest du die so machen. Ihr seht schon, wie krass das Level noch wird, Alter. Das ist so übertrieben, das wird im Spiegel muss. Es wird die Hölle auf Erden, das hier. Es wird echt die Hölle auf Erden 7K. Das hier, das Level, wo wir mit Abstand am längsten hängen werden. Obwohl, es gibt noch ein paar Bo Kandidaten. Der sechste Boss ist auch so ein ziemlich heißer Kandidat, wenn ihr versteht, wie das, was ich meine. Ja, der sechste Boss ist auch ein Kandidat, wo wir durchaus lang hängen könnten. Und sonst halt die ganzen hinteren K-Level-Bosse, das sind alles Sachen, die können dauern. Aber da sind wir noch lange nicht, zum Glück. Ich weiß übrigens auch noch gar nicht, wie eine volle Dröhnung machen soll, wie das damals Tom Ten bei seinem 200% schon gemacht hat. Das wäre eigentlich schon ziemlich witzig, eine volle Dröhnung. Für euch. Für mich nicht, weil für mich das ist eine Höllenqual, die volle Dröhnung. Das ist wirklich erst eine unbeschreibliche Qual, die man da dann erleidet. Eine volle Dröhnung, eigentlich soll ich schon machen. Das wäre echt überwitzig. Aber erst ab Welt 4, Welt 1 und 2 ist noch gut machbar. So, jetzt hier Konzentration an die letzte Passage. Passage, ja genau, Passage. So, hier muss man nämlich auf dem regulär landen, damit man hier ohne Treffer durchkommt. Das muss ich mir für den Spiegel muss, sollte ich mir das K-Level dringend nochmal angucken, wie man das ohne Treffer macht. Wie gesagt, einen Treffer aus taktischen Gründen nehmen kann ich dort nicht. Oh gut, ich habe einen Timer zum Glück gar nicht versaut. Ach, shit. Lang war mal vielleicht. Ah, ich habe keinen Plan, wie lang das ist. 5 Minuten vielleicht. Ist im Timer das immer jedes Mal Theater. Ich soll es lassen, einfach von nach Gefühl den Part mach gestalten. Aber immerhin bis jetzt müssen wir in dem Part noch nichts nachholen. Es kommt 7B, Gefieder der Feind, sollte ja klar sein, wenn man die ganze Welt gesehen hat, dass dann irgendwann ein Hühnchen kommen sollte als Boss. Und so ist es denn auch. Das glaube ich ist nicht allzu sehr gespoilert. Was war das denn? Alles habe ich das Fass genommen. Lel. Billigster Tod ever. So wollte ich das eigentlich machen. So war das geplant, ja gut. Was? Erst versuche ich, weiß nicht. Ja. Okay, kommen wir zur Cutscene. Und jetzt sehen wir, wie die Tikis hergestellt werden. Nämlich indem unsere Bananen zermatscht werden und dann in leere Hülsen gegeben werden. Also sozusagen hauchen die Bananen den Leben ein und da sehen wir den Übeltäter. Oberst irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und da kommt ein, ja, eine Art Akkordeon. Glaube, Oberst Hohnrich heißt er. Und die Arf ist natürlich richtig sauer. Wir haben gleich den Zapfhahn abgeschlagen. So, und dieser Boss funktioniert nach einem etwas anderen Prinzip. Nämlich müssen wir als erstes einmal hier unter seinen Füßen hindurchgehen. Das ist schon mal gar nicht so leicht, wenn man da vielleicht nicht zu nah dran stehen, weil er immer einen gewissen Winkel abhebt. Jetzt auf der Rückweg, da wird das gleich Speed annehmen. Jetzt müssen wir noch mal unter ihm durch. Ich würde auch immer empfehlen, nicht direkt unter ihm durchzugehen, sondern erst warten, ob er Speed aufnimmt. So. Ist übrigens der Anfang im Kampf ist immer gleich, nur später wird es dann. So, jetzt hier macht er mich nochmal das. Und jetzt, wenn er so macht, dann verschließt er die Beine, dann können wir ihn nicht treffen. Wenn er sich hier so macht, dann müssen wir uns ducken, weil ihr habt die Stacheln gesehen, die treffen und sonst und ihn dann hier aufs Maul geben. So. Jetzt geht er hier am besten auch direkt mal nah neben ihn dran. In der Hoffnung, die KI nämlich etwas auszutricksen. Hier nämlich noch einmal nach oben. So, jetzt können wir nämlich hier, gibt uns noch Chancen reinzukommen. Und ihn nochmal zu verprügeln, sehr schön. Ich denke da jetzt am Rand, dass wir da nicht nochmal hochsteigen. Das wäre schon extrem cool, wenn er das machen würde. Muss aufmerksam sein, weil kann auch sein, dass er gleich losrennt. Ja, also rennen nicht, aber Stiefel auf jeden Fall los. Und wartet am besten hier hinten, bis er sehr safe ist, dass er nicht mehr losfängt zu rennen. Das ist genau jetzt. Jetzt soll er auch,
da mal reingehen und dann wichtig direkt wieder hier raus, rechts. Ist an sich echt ein cooles Prinzip, dauert halt nur seine Zeit, den Boss ja zu machen. Ich fände es sehr, sehr nett von dir, wenn du jetzt mal hochgehen würdest wieder. Ah, komm. Hunrich, bitte. Jesus Christ, jetzt verarsch mich hier nicht schon wieder. So, beim dritten Mal geht er dann auf jeden Fall. Das ist immer so. Im Spiel 3 ist auch mal so eine magische Zahlen-Videospiel. Ich weiß auch nicht warum. So, und jetzt haben wir hier sein Gefährt erlegt. Aber der Boss war natürlich noch nicht erledigt. Und das war der billigste Treffer, den ich jemals hier kassiert habe. Hier schießt er erstmal seine Hühner nach uns. So, wir müssen natürlich ein paar Leben zu farmen. Und dann können wir ihm hier geben. So. Es lohnt sich im normalen Modus auch einfach alle Hühner abzuräumen. Das geht. Im Spiegelmodus könnte man auch eines lieber leben lassen, aus taktischen Gründen. Stößt natürlich immer auf einen drauf. Das letzte Leben ist nicht so leicht abzuziehen, muss man ein bisschen aufpassen. Komm, wir abräumen. Muss ich ziemlich nah an ihm dran sein. Aber ich wollte es euch mal eigentlich nochmal probieren sollen mit Didi. So, komm her. So. Ja, ein bisschen mehr Zeit hat man offenbar schon noch, aber das ist zum Teil ziemlich krass, das Timing bei den Bossen. Alter, voll geowned. Jetzt kriegt er das Akkordeon so richtig ein mit von mir. Weil ich mag keine Akkordeons, die nerven. Oder das ist echt so, ich mag Akkordeons echt nicht so, weil immer die vor allem so Volksmusik. Fürchterlich, fürchterlich, Freunde, kann man sie überhaupt nicht geben. Überhaupt nicht. Das ist echt das Schlimmste, was es gibt, das Metal-Rap, ja, okay, Metal ist sogar meistens noch relativ chillig, aber sogar Rap oder sogar so klassische Volksmusik geht da noch, als Akkordeon ist ja nochmal übertrieben, ist ja nochmal übertriebener Volksmusik. Naja, egal. Nun können wir endlich die siebte Welt abschließen und in den Vulkan gehen. Wir sind Feuer und Flamme in 8.1. Ja, in der Lava-Welt hat man sich leider hier bei dem Spiel nicht so sehr an der Donkey Kong Country-Reihe orientiert, sondern mehr an Super Mario. Übergang übrigens, da ist die Fabrik, da bist du rausgekommen. Friss Feuer. Vielleicht der erste Gegner in der Welt trifft mich. Das ist natürlich wieder klassisch. Klassisch für mich. Und absolut Weltklasse gespielt natürlich, so. Erst von 5 Puzzlen, oh, der geht runter. Die können nicht wenden. Okay, das ist interessant zu wissen. Was machen die dann, wenn sie auf die Wand treffen? Ich will die Banane. Hey. Ich nicht. Sehen hier. Es gibt Leute, die behaupten übrigens, die Musik wäre ähnlich der Mark McCarrans aus Metroid Prime. Ich kann euch beruhigen, das ist sie mitnichten. Ja, auf jeden Fall hier. Lava. Feuer, Zerstörung, Tod. Es ist also richtig harte Mischung hier. Das ist. Ich würde 8, das macht ihrem Namen alle Ehre einer letzten Welt. Die ist schon ziemlich heftig. Hier schnell hoch, bevor der Feuerball kommt, muss ja auch hier vor allem ziemlich schnell sein an vielen Stellen. Warum soll ich jetzt da dem Gegner ausweichen? Das ist fies. Das ist richtig fies. Noch etwas unfair finde ich dann auch, wenn man solche Sachen reinpustiert, aber egal. Jetzt würde ich gucken, dass ich Didi behalt. Das Level wird ohne den nicht einfacher, sagen wir es einfach mal so. Ach, das war doch kein Treffer, Mann. Jetzt warte ich hier, bis die nächste Feuerkugel weg ist und dann... Speed. Ah, da geht's hoch, ey. Das kann ich doch nicht sehen, dass da noch eine Erhöhung ist, ey. Ja, manchmal sieht man hier in der 8. Welt Sachen ziemlich schlecht. Okay. So, 2 Herzen, das ist gut. Den Gegner erledige ich zuerst, weil der ist... Den mag ich überhaupt nicht, wie ihr sicherlich alle wisst. Dann holen wir das... Oh, hier. Auch wieder mal so einen Sprung, das haben wir schon lange nicht mehr. Oh. Sie dürfen dann klar sein, dass da noch ein Puzzle ist, hoffe ich zumindest. Ich weiß es gar nicht. Ist nur ein Ballon. Na gut. Können wir heute auch mal ausnahmsweise brauchen. Oder geht es hochwärts? Bäm, wieder ein paar Bananen geschenkt. Noch hier als Welt 8, wirklich ist so das Herz vom Herzen, das bricht alles zusammen. Was macht denn eigentlich? Wo spiele ich hier dafür ein Shit zusammen? So,
So, das N ist meins. Hier kurz gucken, von wo ein Feuerball kommt. Ich weiß gar nicht, hier unten ist auf jeden Fall einer. Das Diddy, schnell. Bonus. Oh, das ist ein Bonus. Okay, vielleicht Diddy vielleicht vorher holen soll, naja. Sollte auch möglich sein, diesen Bonus so zu schaffen. Nehme ich mal an. Ja, knapp am Schluss mit dem Sprung, aber hat gepasst. Ich muss den Party trinken, was zu essen machen. Völlig random, muss mir was zu essen machen jetzt erstmal. Ja, ich muss ja was erzählen, mal so eine kleine Anekdote. Gestern Abend, ich bin ja, also jetzt Aufnahme ist gerade zwischen dem Vorbereitungskurs und dem Semesterbeginn, jetzt nehme ich das hier gerade auf. Und ich habe mich da entschieden, nämlich fahre dann noch heim in der Zeit. Also ich fahre dann derzeit heim, habe dann natürlich auch entsprechend nicht mehr so viel, also habe halt auch die meine Mahlzeiten halt geplant bis zum Heimfahren, weil ich muss das ja, sonst müsste das alles mitschleppen. Weil, oder das im Kühlschrank zusammengammeln lassen. Ich würde ersteres bevorzugen. Naja, auf jeden Fall. Habe ich so gedacht, ja, gestern Abend voll geil, jetzt hau mir Pizza rein. Ja, Pustekuchen, ja. Oh, schlechter Wortwitz for the win. Ja, auf jeden Fall war nichts, denn meine lieben Mitbewohner haben gemeint, oh, gute Idee, die Pizza mit Tobi mal wegzuessen, oder? Ja, nett. Fand ich nicht nett. Aber ist okay. Nein, ist eigentlich nicht okay, dann bin ich runter in die Stadt, habe dort was gegessen. Habe festgestellt, dass ich eigentlich Pizza beim Türken, dass die eigentlich immer ziemlich geil schmeckt, aber im Nachhinein merkt er immer, dass ich eigentlich das Zeug echt, das eigentlich echt nicht essen kann. Das ist nicht, weiß nicht, gut, aber irgendwie das ist immer so komisch, so als hätte man sich, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, es ist immer so ein komisches Gefühl dann. Ich kann es nicht genau beschreiben, ach shit. Auf jeden Fall, das war die Story von gestern Abend, ob ich noch ein bisschen Pokémon Go gespielt hat. Hatte auch Vorteile. Muss ich hier hoch? Ja, glaub schon, oder? Ah, ne, ich muss erstmal noch hier runter das N holen. Kann ich da auch gleich dann wieder... Nein, kann ich nicht. Alter. Ich hab dich echt drin Frieden gelassen, dann kommst du mir so jetzt an. Ja, klar, als ob. Okay, Fazit, das Level hier ist echt, das ist ziemlich fies aufgebaut. Okay, wenn ihr halt so wollt, dann... Nervt nicht, Alter. Das Teil nervt über diese Gegner. Ich hasse sie wie den Tod. So, so geht das auf, wenn man ein bisschen die Skill angeeignet hat im Spiel. Dann macht man das in Zukunft so wunderbar. Läuft doch alles nach Plan. Das läuft gar nicht nach Plan. Es soll dringend aufhören. Dringend. Das ist einfach nur fies. Tut mir leid. Also ich bin echt keiner, der die Welt 8 hier hatet, aber... Es gibt schon Gründe, warum man das tun kann. Ah, hier. I remember that shit. Jetzt mal so ein scheiß Live chillen, Alter. Ja, die können übrigens doch umdrehen. Ich will jetzt hier nicht nochmal sterben. Das war jetzt schon genug. Ah, ich war da hinten. Ah, shit. Das habe ich jetzt gar nicht mehr mitgekriegt, dass da schon... Habe ich jetzt nicht mehr realisiert, dass hier schon weiter war eigentlich. Jetzt machen wir hier so einen Sprung. So mit dem quasi im Wechsel. Da hinten muss ich noch hin, oder? Ja, da war ich noch nicht. So. Jetzt haben wir hier das fünfte Puzzleteil. Sehr gut, damit man das geschafft. Schnell einen Sprung, also... Ich weiß echt nicht, wer gedacht hat, das wäre eine gute Idee. Hier ist so... Das zum Teil... Also ich hatte das noch nie so, dass das so... So fies getroffen wurde eigentlich. Ich weiß nicht, ob das sonst mal klüger gespielt habe oder was weiß ich was, aber. Okay, das war jetzt einfach nur doof von mir, weil ich da nicht gescheit geguckt habe. Das ist einfach nur durch hier. So. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Goodies holen. Das ist ja mit DK ganz gut möglich. Das habe ich alles. Wunderbar. So, hier das Ziel stürzt ein, deswegen muss man. Schnellstmöglich daran ist mir bei 12 Minuten Buska. Ich weiß nicht, ob ich noch was machen soll. Der Part hat wahrscheinlich Überlänge. Ich weiß nicht.
Was habe ich? G7R habe ich nicht gestoppt und Ska-Level. Ska-Level hat nicht so lange gedauert. 7R. 2 plus 5, 20. Ohne Scheiß, ich an deiner Stelle würde das Level, aber würde den Part einfach beenden. Es hat sowieso keinen Wert. Mein Skill ist damals erbärmlich in diesem Part gewesen. Also komm, ohne Scheiß, will man es nicht mehr länger antun. Felsen zwar geil, aber das tut einfach nur durch den Augen weh. So. Ich glaube, ich kann mich jetzt von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Das heißt, willkommen zurück zu Cranky Kong Country Returns. Ciao.